Hallo PS1 Retro-Sammler, ihr kennt sicherlich alle das Problem. Ihr kauft irgendwo ein Spiel, es kommt an und was ist? Die Hülle ist völlig zerkratzt. Sowas sieht meines Erachtens in der Sammlung nicht besonders gut aus und wir haben mehrere Möglichkeiten, so ein Spiel wieder auf Vordermann zu bringen. Möglichkeit 1 ist, wir kaufen ein original verschweißtes Shoot, 5-Star Racing oder was auch immer es da noch draußen gibt und tauschen einfach kurzerhand die Hüllen aus. Problem an der ganzen Geschichte ist aber, dass die Lagerbestände von solchen original verschweißten Spielen so langsam aber sicher zur Neige gehen und die Preise für diese Spiele in exorbitante Höhen steigen. Wir liegen bei einem Shoot mittlerweile bei einem Durchschnittspreis original verschweißt von 10 bis 12 Euro. Innerhalb von einem Jahr ist der Preis somit auf das Doppelte angestiegen. Möglichkeit 2 ist, wir kaufen auf irgendeinem Flohmarkt oder in einem Paket irgendwelche billigen Schrottspiele, bei denen die Hüllen noch einigermaßen vernünftig sind. Diese können wir dann einfach austauschen und haben dann wieder ein gut aussehendes Spiel. Problem hierbei ist aber, erstmal überhaupt auf dem Flohmarkt noch günstige Schrottspiele zu finden oder auch in solchen Paketen. Ich habe in letzter Zeit nicht so viel Glück gehabt, was das angeht. Möglichkeit 3 ist, wenn die Hüllen keine Brüche oder Risse haben, können wir diese einfach aufpolieren. Wie funktioniert das Ganze? Ich möchte euch heute anhand meines Warcraft 2 zeigen, wie man so eine Hülle wieder aufpoliert und die gröbsten Kratzer damit wieder rausbekommt. So, ich habe jetzt hier einfach mal das Warcraft 2 ein bisschen näher rangeholt und wie man sieht, ist die Hülle relativ zerkratzt. Besonders hier unten ist so ein richtiger fetter Kratzer drauf. So, als erstes nehmen wir ganz einfach mal das Frontcover raus und befreien die Hülle vom Tray. Ich benutze dafür ganz gerne mal ein Cuttermesser, weil es damit am einfachsten geht. Einfach mal links unten ansetzen, ein bisschen hebeln und rechts unten ansetzen und schon ist das Tray locker und wir können es ganz einfach rausnehmen. Das Gute an dieser Methode ist, dass wir die Hülle ganz einfach auseinander bekommen, ohne dass wir irgendwie großartig Kraft aufwenden müssen und die Hülle dabei eventuell kaputt machen. Damit man die Kratzer ein bisschen besser sieht, habe ich mir jetzt einfach mal hier im Hintergrund so ein Licht gelegt. Damit sieht man die Kratzer auf der Hülle relativ gut und kann sehen, wo man genau nacharbeiten muss. Zunächst stellt sich natürlich erst einmal die Frage, was brauchen wir denn überhaupt alles, um so eine Hülle wieder auf Vordermann zu bringen? Es gibt nun mehrere Mittelchen, womit wir unsere Hülle wieder aufpolieren können. Das erste ist zum Beispiel Plastics. Das habe ich bis jetzt immer benutzt, das lief eigentlich auch ganz gut. Jetzt wurde mir aber von Wirt die P80 PC empfohlen und die soll um einiges besser sein, vor allen Dingen auch ergiebiger als das Plastics. Die probieren wir heute einfach mal aus. Leider gibt es beim Bestellen der Wirt Polierpaste ein Problem. Man bekommt sie nicht einfach so im freien Handel, sondern muss über einen Drittanbieter das Ganze bestellen. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Außerdem benötigen wir noch ein paar Tücher, am besten welche aus Mikrofaser. Die bekommt ihr im 10er-Pack schon relativ günstig. Und benutzt keine Küchenrolle, da ist zu viel Holz drin, was das Cover wieder zusätzlich zerkratzen könnte. Dann brauchen wir noch ein nasses Tuch. Ich habe jetzt hier einfach ein altes Brillenputztuch benutzt. Dies benutzen wir dann, um überflüssige Polierpaste wieder abzuwischen. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, die Hüllen wieder richtig aufzupolieren. Zum einen mit so einem kleinen Schwämmchen, das dauert aber ewig und ich würde euch das nicht empfehlen, weil man dann am nächsten Tag einen ganz schönen Muskelkater davon bekommt. Möglichkeit 2, die ein bisschen kostspieliger ist, aber dafür auch um einiges einfacher, ist ein sogenannter Winkelpolierer, wie zum Beispiel den hier von Proxon. Bei diesem muss man einfach nur vorne so ein kleines Schwämmchen draufpeppen. Das funktioniert über so eine Art Klettverschlusssystem. Einfach draufstecken und dann hält das Ganze. Damit wir die Hülle nicht einfach auf die karge Unterfläche legen, lege ich hier als erstes mal so ein Mikrofasertuch darunter. Auf das Mikrofasertuch selber lege ich dann nochmal ein kleineres zusammengefaltet. Das bietet dann eine sichere Unterlage für unsere Hülle. Auf dieses Mikrofasertuch dann selber kommt dann die Hülle oben drauf. Einfach so. Das hält und sichert das Ganze vorm Durchbiegen. Als nächstes geben wir dann einfach nur noch einen kleinen Klecks von unserer Polierpaste auf die Hülle und dann geht's los. Eine kleine Info noch nebenbei, den Winkelpolierer auf die geringstmögliche Geschwindigkeit einstellen, denn damit erzeugt man das beste Ergebnis. Dann nur noch einschalten und los geht die wilde Fahrt. Ich lasse ab jetzt das Video ein kleines bisschen schneller laufen, weil das Polieren pro Seite dauert dann doch schon ein kleines bisschen länger, also man muss dann ein bisschen Geduld mitbringen. Wir sind hier bei einer Seite bei ungefähr 12 Minuten, die Hülle war aber auch sehr, sehr stark zerkratzt.
Und noch eine weitere Info, den Winkelpolierer nicht aufdrücken, sondern nur leicht anpressen, das reicht schon. Die eine Seite ist jetzt ungefähr fertig. Wir nehmen jetzt einfach unser feuchtes Tuch und wischen die überflüssige Polierpaste einmal ab, damit wir das Ergebnis schon einmal begutachten können. Einfach mal drüber wischen, dann sieht man diesen weißen Schmodder hier überall. Auch an meinem Finger. Fein säuberlich alles abwischen, schön auch die Kanten mit. Auch nochmal hier an der Seite ein bisschen wegwischen. Als nächstes nehmen wir dann einfach das Tuch, was wir unten drunter gelegt hatten, und machen damit die Hülle nochmal trocken. Auf der Innenseite müssen wir auch nochmal kurz drüber wischen, weil wir da mit unseren Touch-Händchen dran gekommen sind und das könnte unseren ersten Blicktest verfälschen. Ich nehme jetzt mal noch ein zweites trockenes Tuch zur Hand, um dann nochmal drüber zu wischen, um eventuell Schlieren und sowas von dem anderen Tuch zu beseitigen. Muss man nicht unbedingt machen, ich habe es jetzt einfach mal für das Video hier gemacht. Dann einmal das Tuch kurz wegnehmen, damit wir uns das Ergebnis besser anschauen können. Dazu hole ich mir meine Lampe von eben wieder und lege die einfach mal kurz drunter. Hier können wir nun das erste Ergebnis sehen. Das ist zwar noch nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, aber es ist schon um einiges besser. Natürlich kommen jetzt die Kratzer, die man hier sieht, noch von der Innenseite. Die müssen wir dann als nächstes noch machen. Dazu legen wir einfach wieder unser blaues großes Tuch unten drunter als normale Oberfläche. Da braucht man nichts weiter drauflegen, weil wir machen ja jetzt die Innenseite und die muss nicht abgestützt werden. Dann kommt da einfach wieder ein bisschen Polierpaste drauf. Irgendwie will das da nicht raus. Na. Komm schon. Ja, jetzt ist mir da ein bisschen zu viel rausgekleckst. Aber das macht nichts. Wir müssen da jetzt nur ein bisschen aufpassen beim Polieren, weil das spritzt beim Anfang ein bisschen nach allen Seiten weg. Und auch hier lasse ich das Video wieder ein kleines bisschen schneller laufen, damit wir schneller zum Ergebnis kommen. Das Prozedere ist im Prinzip genau dasselbe wie auf der Oberseite, nur dass man das halt jetzt innen machen muss. Und mit der Innenseite sind wir jetzt auch ungefähr fertig. Man muss das Ergebnis sich natürlich erstmal angucken. Aber bevor wir das machen können, müssen wir hier sämtlichen Schmodder, vor allen Dingen auch unter den Halterungen für das Frontcover, erstmal entfernen. Nicht, dass wir dann diesen Kram am Frontcover kleben haben. Das ist ein bisschen aufwendiger. Da muss man dann einfach beim Polieren ein bisschen aufpassen, dass man nicht unter diese Nasen drunter kommt. Ich wische das jetzt einfach alles mal ein bisschen hier weg.
Nachdem wir das Ganze jetzt fein säuberlich alles abgewischt haben, brauchen wir es einfach nur noch mal kurz abtrocknen und dann danach noch mal von den Schlieren befreien, damit wir uns das Ergebnis begutachten können. Dazu nehme ich einfach noch mal zwei Tücher. Ihr habt das Prozedere ja vorhin schon mal gesehen. Und dann sind wir auch gleich schon damit durch. Am Schluss mache ich jetzt einfach noch mal den Lampentest, damit wir sehen, was wir für ein Ergebnis schlussendlich nun erreicht haben. Wie wir hier sehen, sind leider nicht alle Kratzer rausbekommen. Dafür müsste man einfach ein bisschen mehr Zeit aufwenden. Ich habe jetzt ungefähr 20 Minuten für alles aufgebracht. Wir haben ein paar Minuten länger das Ganze poliert. Sieht das Ergebnis natürlich um Weiten besser aus. Die groben Sachen sind aber erstmal raus und ich bin mit dem Ergebnis vollends zufrieden. So, wir sind nun fertig mit dem Polieren von dem Spiel und ich finde, wir haben ein relativ gutes Ergebnis erzielt. Wenn ihr natürlich ein besseres Ergebnis haben wollt, müsst ihr einfach nur mehr Zeit und Geduld investieren. Ich finde, für dieses Video reicht das aber allemal aus, um zu zeigen, was denn überhaupt möglich ist. Wenn ihr das nachmachen wollt, findet ihr alle Informationen unten in der Infobox. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim selber ausprobieren. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr ein ähnliches Ergebnis erzielt habt oder vielleicht sogar ein besseres. Lasst gerne einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, macht's gut.